Hallo, mein Name ist Stefan Holstein. Das hier ist die Videoserie Wie handelt man Bitcoins? Wie immer habe ich euch die Plattform, die ich benutze, in der Description gelinkt. Bitte klickt da drauf und meldet euch an, da kriege ich Geld. Auch wie immer, das hier ist eine Videoserie. Also guckt auf meinen Kanal, abonniert meinen Kanal und guckt Kapitel für Kapitel. Und auch jedes Mal, wie immer, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr den Like-Button drückt. Thema jetzt: Kurven einschätzen. Wir haben also hier Kurven. Die bestehen aus Strichen. Wenn ihr noch nie gesehen habt, wie das aussieht, dann guckt mein Video über Kerzen. Da erkläre ich, wie diese Dinger funktionieren. Und jetzt haben wir also die Situation, die Kerze kommt hier, sagen wir mal, so weit runter. Und das nächste, was die Kerze macht, ist, sie kommt wieder rauf. Und zwar teilen wir jetzt die Kerze in Drittel. Wir teilen die Kerze in die Hälfte erstmal, auf einem großen Strich, und dann teilen wir die Kerze nochmal in Drittel in kleineren Strichen. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Drittel von der Kerze und 2 Hälften. So, und jetzt kommt die nächste Kerze, kommt jetzt wieder rauf, und jetzt gucken wir, wie weit die Kerze raufkommt. Kommt die nur so ein schlappes bisschen rauf, so hier bis zum ersten Drittel. Und dann fängt die nächste Kerze an. So. Die Kerzen sind ja an eine bestimmte Zeit gebunden. Das heißt, eine Kerze ist entweder immer eine Stunde oder eine Kerze ist immer 5 Minuten oder eine Kerze ist immer ein Tag. Das könnt ihr ja einstellen. Da habe ich ein Erklärungsvideo, wie ihr Binance benutzt. Oder eure Plattform. Das geht auf jeder Plattform. Ihr könnt bei jeder Plattform wirklich traden. Aber wie gesagt, also ihr könnt das auf jeder Plattform einstellen, aber benutzt Binance, weil die Gebühren sind da mit die billigsten Gebühren, die ihr irgendwo findet. Wenn ihr diese Plattform benutzt, die Werbung zwischendurch machen vor diesen Videos, dann seid ihr ganz verratzt. Also klickt den Link, guckt euch das an. So, die Kerze kommt also jetzt hier hoch und dann fängt die nächste Kerze an. Das bedeutet, dass diese Kerze die gleiche Zeit gebraucht hat wie diese Kerze und wie diese Kerze auch. Das heißt, hier ist eine gewisse Zeit vergangen, in der die Kerze es nicht geschafft hat, hier höher zu gehen als ein Drittel, und dann fängt die nächste Kerze an. So, also es ist ein Zeitfaktor, dass hier genau eine Kerze vergangen ist bis zur nächsten Kerze. Und diese Kerze ist nur ein Drittel hochgekommen. Was ist das für euch für ein Indiz? Die Kurve hat keinen besonderen Aufstiegsdrive. Das heißt, es ist nicht viel Kraft drin, dass das Ding wirklich nach oben geht. Wenn die Kerze sogar nicht mal hier ein Drittel schafft, sondern hier wirklich nur so ein schlappes Fünftel, und dann kommt die nächste Kerze und die geht zwar noch mal ein bisschen höher, aber das bleibt hier alles in diesem unteren Bereich der vorherigen Kerze. Und das macht dann hier so weiter. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass hier in nächster Zeit nichts hochgehen wird. Und es geht ja beim Traden immer darum, dann einzusteigen, wenn es hochgeht, und dann auszusteigen oder nicht drin zu sein, wenn es runtergeht. Also, das ist ein sehr starkes Indiz für euch. Wie hoch kommt die Kerze im Vergleich zur vorherigen Kerze? Schafft es die Kerze, die nächste beim Hochgehen, hier ein gutes Stück hochzukommen, bis hier in den Bereich 2 Drittel von der Kerze davor? Und dann fängt die nächste Kerze an, ist wieder Zeit vergangen. Und zwar genau eine Kerzenlänge, weil hier fängt ja schon die nächste Kerze an. Und die zweite Kerze, also diese Kerze hier in der Mitte, ist fast so hoch gekommen wie die davor. Dann könnt ihr sagen, okay, da ist Schub nach oben. Das kann sich in nächster Zeit positiv entwickeln. Schafft die Kerze es genau bis zur Hälfte der vorherigen Kerze, also hier, kommt die hier bis genau zur halben Strecke von der vorherigen Kerze, könnt ihr sagen, keine Ahnung, was ihr macht. Und wenn ihr sagt, keine Ahnung, was ihr macht, was macht ihr dann beim Traden? Dann bleibt ihr aus dem Trade draußen, weil ich glaube, es war Tim Sykes, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob der ein guter Trader ist, oder was, aber er hat einen sehr geistreichen Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, er betrachtet sich als Trader im Ruhestand. Der hat angefangen zu traden, hat ein paar Millionen gemacht und ist jetzt ausgestiegen sozusagen und sagt,
Er kauft noch, er guckt noch die Börsenkurse und er kauft noch. Er kauft aber nur, wenn er ein wirklich unglaublich gutes Angebot bekommt. Unglaubliche Sonderangebote an Aktien oder was auch immer der Mann tradet, kauft er. Und das ist die einzige Strategie, die ich eigentlich für empfehlenswert halte. Wenn ihr tagsüber vor der Kurve sitzt und versucht, gerade die Kurve unten zu erwischen und gerade oben zu verkaufen und das über 10 Trades, dann werdet ihr erstens an den Gebühren scheitern, weil für jeden Trade bezahlt ihr 0,1% Gebühren. Im Moment ist es auf der Plattform, die ich empfehle, sogar 0,75. Ihr müsst nur, wenn ihr euch da, das heißt, es ist super billig, noch eine Zeit lang. Das heißt, ihr müsst aber, wenn ihr euch da anmeldet, bitte meinem Link folgen und euch dann erst anmelden, sonst kriege ich kein Geld. So. Die Gebühren machen euch kaputt, wenn ihr den ganzen Tag tradet. Und außerdem ist einfach das Prinzip ist, wenn du kaufst und es geht runter, verlierst du Geld. Wenn du kaufst und es geht rauf, gewinnst du Geld. Und du hast so viele Runter-Trades wie Rauf-Trades, wenn du versuchst, möglichst viele Trades zu machen. Und erst in dem Moment, wo du den ganzen Tag davor sitzt, die ganze Woche davor sitzt, stundenlang und tagelang davor sitzt und die Ruhe hast, zu sagen, ich kauf nicht. Es ist einfach nicht gut genug. Ich kaufe nicht. Das ist mein Super-Tipp für euch Trader da draußen. Wirklich das zu beachten. Die ganze Zeit. Es ist so schwierig, weil man denkt, ich will aber rein, ich muss aber rein und ich will das Geld machen und ich verdiene viel mehr, wenn ich jede kleine Kurvenerhöhung ausnutze, verdiene ich so viel Geld und ihr rechnet und denkt, das ist das Zehnfache. Das ist es aber nicht, weil ihr halt oft falsch liegt und weil ihr immer die Gebühren habt. Deshalb mein Tipp für euch alle da draußen. Wartet. Diese Coolheit davor zu sitzen und zu sagen, ich muss nicht rein. Wie ein anderer Trade-Lehrer gesagt hat, ich glaube, es war Adams, der sagte, als er gefragt wurde, was ist der Vorteil gegenüber einem Kleininvestor, also uns, und jemand, der professionell für eine Bank bezahlt wird, um zu traden, also einem Profi-Trader, was ist der Vorteil, den wir haben, den wir ausnutzen können? Und er hat gesagt, der Vorteil, den wir haben, ist, wir müssen nicht kaufen. Der Profi, der für die Bank tradet, der muss kaufen. Das ist dessen Geschäft. Täglich muss der kaufen. Wir nicht. Wir können Tage warten, wir können Wochen warten, wir können Monate warten. Wir müssen nicht kaufen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ist das so ein Vorteil? Und über die Zeit ist mir aufgefallen, das ist eine der wichtigsten Regeln, die ihr im Traden überhaupt beachten könnt. Die Coolness zu haben, wirklich ständig. Die ganze Zeit ständig vor der Kurve zu sitzen und zu sagen, ich kaufe nicht. Ich muss nicht kaufen. Und wenn der Preis fällt, zu sagen, muss ich nicht. Immer die Kurve in den größeren Zeitabschnitten kontrollieren. Guckt meine Videos. Ich spreche gleich vielleicht auch nochmal davon. Das ist auch wichtig, die Kurve richtig einzuschätzen. Aber selbst wenn es fällt, zu sagen, ich muss nicht kaufen. Nein, mach mir ein richtig gutes Angebot. Richtig bescheuert gut. Und zu warten, und wenn dann die Kurve nochmal fällt und richtig fällt und du ein richtig gutes Angebot hast und dann den Eindruck hast, es geht tatsächlich wieder hoch und dann nochmal den Eindruck hast, es geht tatsächlich wieder hoch. Und dann sagst du, jetzt kaufe ich. Und der Vorteil ist, erstens liegst du in viel mehr Trades richtig, was auf die Dauer deine Bilanz traden heißt, falsche Trades haben und richtige Trades und mehr richtige als falsche. So sagt man das als Trader. Man sagt nicht immer richtig liegen, keiner kann das, auch kein Profi. Du musst nur in knapp mehr Prozent richtig liegen. Das heißt, ein Profi-Trader sagt, wenn du 10% machst, also 4 Trades falsch liegst und 6 Trades richtig liegst bei 10 Trades, nur ein mehr richtig als falsch, dann bist du okay, dann ist das okay, was du tradest. Anders funktioniert das nicht, du machst nicht alles richtig. Du musst nur ein bisschen öfter richtig liegen als falsch. Und wenn du bei ganz, ganz tiefen Märkten immer einsteigst, also die Coolheit hast zu sagen, der Preis ist gefallen, ich könnte kaufen, muss ich aber nicht. Oder der Preis will steigen, ich könnte kaufen, muss ich aber nicht, mache ich aber nicht. Und wenn er fällt, zu sagen nein und dann, wenn er noch mehr fällt und dann richtig fällt, dass du dann irgendwann sagst, ja, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es richtig tief ist und selbst das musst du noch lernen, weil dann fällt der Preis runter. Und du sagst, oh, jetzt ist es aber doch super tief. Mann, es ist doch super tief. Und das ist aber auch noch nicht, was ich meine. Erst wenn es von davon nochmal fällt, nochmal genauso weit fällt. Und du sagst, jetzt ist es aber auch viel gefallen, jetzt weiß ich nicht.
Aber dann kommst du erst langsam in diesen Bereich. Also du musst das wirklich auch lernen, mit der Zeit zu wissen, was ist wirklich richtig tief. Und wenn ich sage richtig tief, dann meine ich im Prinzip richtig tief. Und du kannst dich auch darauf verlassen, dass die Kurve auch wieder runterkommt. Bitcoin-Kurven kommen wieder runter. Das ist ihre Art. Da gibt es immer wieder richtige Tiefpunkte. Das habe ich schon mal gesagt in einem Video. Die Coolheit nicht zu kaufen. Wirklich quasi gar nicht zu kaufen. Wie Tim Sykes es sagt, ich kaufe nur noch super Sonderangebote. Oder wie der andere, wer war es, Douglas, glaube ich, sagte, wir müssen nicht traden. Das ist vielleicht eine der allerwichtigsten Regeln, wenn du Geld an der Börse machen willst. Sitz davor und kauf nicht. Ich hoffe, das habe ich euch eindringlich genug gesagt. Zurück jetzt zur Kurvenanalyse, denn wir wollen nicht nur kaufen, wenn der Preis unten ist, wir wollen auch die Kurve richtig verstehen können, um zu wissen, wann es wieder raufgeht oder wann es am Runtergehen ist. Die Kurve kommt also jetzt hier hoch und schafft es zur Hälfte, dann können wir sagen, muss ich nicht. Und da war auch jetzt, warum ich das gerade erzählt habe. Wenn ihr sagt, weiß ich nicht, nicht muss ich nicht, sondern sagt ihr, weiß ich nicht. Und wenn ihr sagt, weiß ich nicht, dann kauft ihr nicht. Weil es ist dann 50-50. 50-50 ist eine Quote, die reicht für euch nicht. Immer 50-50 heißt, ihr macht auf die Dauer Verlust. So. Das haben wir also jetzt hier gesehen. Wenn das Ding jetzt also hier hochgekommen ist, bis zur Hälfte, sagen wir mal, oder irgendwo hingekommen ist und dann kommt die nächste Kerze und die kommt wieder runter, dann stellen wir uns die Frage, dann teilen wir wieder die Kerze davor in die Hälfte, 1, 2, eine Hälfte, zweite Hälfte, und wir teilen die wieder in Drittelabstände, 1, 2, erster, zweiter, dritter, Drittelabstand. Und dann gucken wir, wie tief kommt die runter. Wenn die runterkommt, bis weit über die Hälfte von der Kerze wieder runterkommt, hier auf zwei Drittel, fällt wieder runter um zwei Drittel, dann ist das sehr viel. Dann ist die schon wieder sehr viel runtergefallen. Und dann könnt ihr sagen, ich glaube, das geht jetzt eher nach unten. Und es geht darum, dass ihr euch dann fernhaltet, aus den Trades draußen bleibt. Wenn die Kerze zu einem Drittel nur runterkommt, also hier von der vorderen Kerze nur ein Drittel runterkommt, und dann fängt die nächste Kerze an, dann ist wieder, wenn die nächste Kerze anfängt, ist hier wieder ein Zeitabstand vergangen, nämlich genau von einer Kerze, ob ihr das auf eine Stunde oder 5 Minuten oder einen Tag gestellt habt oder sogar einen Monat. Jedenfalls ist diese Zeit dann vergangen und in der ganzen Zeit ist die Kerze nicht weiter runtergefallen als von der vorherigen Kerze hier ein Drittel von der vorherigen Kerze. Wenn das passiert, könnt ihr sagen, ich glaube, das könnte sich wieder in Richtung nach oben entwickeln. Dann wartet ihr auf die nächste Kerze und dann guckt ihr, was macht die? Geht die jetzt wieder nach oben? Oder geht die zwar nach oben, aber bleibt wieder hier unter einem Drittel, hier die können wir wieder teilen, natürlich in Halb und Drittel, oder bleibt die wieder unter diesem einen Drittel, dann wisst ihr, ah, jetzt geht es wieder nach unten. Dann könnt ihr ahnen, dass es wieder nach unten geht. Also immer die vorherige Kerze einteilen in Halbe und Drittel und dann gucken, wie hoch ist diese jetzige Kerze im Vergleich zur vorherigen wieder am Hochgehen. Das heißt, geht sie richtig hoch, dann geht das Ding vielleicht wieder hoch, geht sie richtig runter, geht das Ding vielleicht wieder runter. So, das sind diese Möglichkeiten. Jetzt haben wir also, jetzt sagen wir mal, wir haben die Kerze gehabt, wir haben die Kerze gehabt und jetzt fängt die nächste Kerze an. Und die geht runter. Und zwar weit runter, über die Hälfte hinaus. Und geht sogar noch weiter runter. Diesen Pfeil mache ich mal kurz weg. Geht noch weiter runter und geht unter die vorherige Kerze drunter. Das ist vielleicht für euch dann ein starkes Signal, dass es jetzt weiter runter geht. Weil die kommt richtig runter. Dann kommt die nächste Kerze, dann ist eine Kerzenlänge vorbei, dann fängt die nächste Kerze an und die geht rauf. Und es kann passieren, dass die raufgeht, so hoch wie die andere Kerze war und sogar noch ein Stück darüber hinaus. Das bedeutet, ihr habt nicht nur im Vergleich zur Kerze davor geht die halb, zwei Drittel oder ein Drittel runter oder rauf im Vergleich zur vorherigen Kerze, sondern ihr habt auch noch den Effekt, geht die tiefer als die vorherige Kerze, das heißt, Vorsicht, es geht nach unten, oder geht die höher als die vorherige Kerze, das heißt, juhu, es geht nach oben,
Es muss nicht stimmen. Die kann auch gerne auch was ganz Komisches machen. Die kann auch fallen, fallen, fallen und dann steigen. Was die Kurve eigentlich nicht macht, ist fallen, fallen, fallen und dann richtig steigen, 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 steigen. Das macht eine Kurve normalerweise nicht. Die kommt runter, dann bleibt die unten. Die kommt hoch, dann bleibt die oben erstmal eine Weile. Es ist Vorsicht geboten und schwierig. Der Anfänger denkt gerne, jetzt ist es gerade gefallen, ich kaufe jetzt, dann bin ich am Tiefpunkt. Das ist nicht gut. Dafür habe ich mehrere Videos, warum wir das nicht machen. Wenn die Kurve gefallen ist, dann wartet erst mal ein bisschen ab. Wartet erst, ob sie wirklich steigt und dann, ob sie wirklich, wirklich steigt. Sonst schmeißt ihr nur Geld falsch rein. Nicht am Tiefpunkt kaufen. Das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Dann hast du nur 50-50 immer Chance, dass es noch weiter fällt oder sogar mehr und dann verlierst du auf die Dauer Geld. Also warte, bis es wieder hochgeht und warte, bis es wieder richtig hochgeht. Und um das zu machen, guckst du vorher, ob du wirklich an einem wirklichen Tiefpunkt bist, um dann nur super Sonderangebote zu kaufen und auszunutzen, dass du nicht kaufen musst und lange davor sitzt und sagst, ich muss nicht. So, das bedeutet, das haben wir jetzt hier gut gesehen. Und das bedeutet, es gibt Kurvensituationen, in denen die Kurve, in denen die Kerze kam runter, kam rauf, das heißt, wir sind jetzt hier. Es gibt Kurvensituationen, in denen die Kerze, jetzt zeichne ich noch eine zwischen, fangen wir hier wieder an. So, die geht jetzt hier runter über die Hälfte und wir denken, okay, es geht wahrscheinlich runter, tut es aber nicht, weil wir haben uns getäuscht. Man kann nicht immer richtig liegen. Es war auch Adams, der sagte, wir wissen nicht, was die Kurve macht. Wir wissen nie, was die Kurve macht. Alles, was wir machen, ist, wir vermuten. Wir gucken uns die Kurve an und wir vermuten. Das ist besser als raten, weil wir vermuten können. So. Aber das muss nicht richtig liegen und ärgert euch nicht darüber. Auch bei Profi-Tradern, die liegen oft daneben. Ihr müsst nur öfter richtig liegen, als ihr falsch liegt. So, wir vermuten also jetzt, ist über die Hälfte runtergekommen, wir vermuten, es geht weiter runter, tut es aber nicht, Pech gehabt, die nächste Kerze geht rauf. Und jetzt gibt es folgende Kurvensituation, die Kerze geht rauf und überholt die letzte Kerze, dann fängt die nächste Kerze an, die geht runter, aber geht nicht so weit runter wie diese Kerze. Jetzt mal abgesehen davon, wie weit die runterkommt, geht sie nicht so weit runter wie diese Kerze. Dann kommt die nächste Kerze und geht rauf und überholt wieder diese Kerze. Die nächste geht runter und geht nicht so weit runter wie die vorherige. Und die nächste geht wieder rauf und überholt wieder diese Kerze. Dann habt ihr hier den klassischen, das sind die Tiefpunkte. Wenn ihr die Kerze auf Stundenwert, auf hohe Werte gestellt habt, wenn ihr sagt, das sind jetzt Tageskerzen, dann ist der Fuß von jeder Kerze natürlich ein Tiefpunkt und der obere Teil von jeder Kerze ist dann natürlich ein Hochpunkt, weil hier zwischen liegen ja eigentlich ganz viele kleine Kerzen, die alle zu Einzelkerzen zusammengefasst werden. Wenn ihr das umstellt, dieses Stück von jede Kerze ist ein Tag, auf jede Kerze ist eine Stunde, dann habt ihr 24 Kerzen pro Kerze, dann habt ihr hier runter, 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 Tiefpunkt, rauf, 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 runter, runter, rauf, rauf, Hochpunkt, runter, runter, rauf, runter, runter, rauf, runter, Tiefpunkt und dann vergleicht ihr, ich mache das hier mal genauer, Tiefpunkt, dann vergleicht ihr hier diesen Anstieg als Tiefpunkte. Diese Dinger hier, die veranschlagt ihr dann als Hochpunkte. Dann geht ihr, sagen wir mal, der wäre jetzt hier unten. Dann hätten wir hier die Tiefpunkte gehen höher und die Hochpunkte gehen höher. Heißt auf Englisch higher highs und higher highs, high ist Hochpunkt, höher, higher ist higher high, höhere Hochpunkte und higher lows, die Lowpunkte, tief low, die Lowpunkte werden auch higher. Dann könnt ihr sagen, okay, beides higher ist am Steigen, wenn natürlich die Situation ist, dass auf die Dauer die Hochpunkte lower sind, also lower highs und lower lows, die Lowpunkte auch lower sind, dann könnt ihr sagen, das Ding ist unterwegs nach unten. So. Und wenn jetzt, wie gesagt, diese Einzelstundenkurven auf Tageskerzen, die einzelnen Stundenkerzen auf Tageskerzen umgestellt werden, dann schrumpfen 24 Kerzen immer auf eine zusammen. Das bedeutet, was hier im Großen passiert, passiert dann hier
sind dann je 24 Kerzen in eine Kerze zusammengefasst. Das bedeutet, dass dann jede einzelne Kerze ist dann hier ein Lowpunkt. Der Boden von jeder Kerze ist dann ein Lowpunkt. Und das Hochkommen, dieses Stück, wird dann hier zu einer Kerze zusammengefasst mit den beiden Punkten. Und das ist dann nur, sagen wir mal, diese Kerze. Und dann ist der Hochpunkt, ist dann der obere Punkt der Kerze und der Tiefpunkt der untere Punkt. Das heißt, wenn ihr die Kerzen größer gestellt habt, also eigentlich immer gelten sowohl die Kerzenböden Tiefpunkte und die Kerzenspitzen Hochpunkte. Und auch zwischen den Kerzen, also nach mehreren Kerzen, gibt es auch einzelne Hoch- und Tiefpunkte. Das heißt, ihr habt hier Hoch- und Tiefpunkte und wenn das hier runterkommen würde, habt ihr auch immer noch hier größere Tiefpunkte und größere Hochpunkte. So müsst ihr das verstehen. Guckt mein Video über Kerzen, dann würde ich vielleicht nochmal was bewusster, wie Kerzen funktionieren. Abonniert meinen Kanal. Wie gesagt, Kapitel für Kapitel, alles ganz, ganz wichtiges Wissen zum Bitcoin. Aber ganz wichtig war mir dieses Kapitel, dieses davor sitzen und sagen, ich kaufe nicht. Nein, ich kaufe nicht. Was? Gutes Angebot. Was? Es geht nach oben. Egal. Guck mir die Kurve lange an. Egal. Wenn es wirklich tief ist, dann ja. Und wenn ich das wirklich gut eingeschätzt habe. Wir haben also die Situation jetzt hier, und das wollte ich doch zum Abschluss dieses Videos sagen, dass ihr, also wir hatten am Anfang jetzt, kommt die, wie ist die Kerze im Vergleich zur vorherigen Kerze, kommt die hoch. Und das zählt natürlich auch, wenn ihr die Situation habt, dass ihr hier vorher insgesamt einen höheren Hochpunkt betrachtet und den Tiefpunkt, also mehrere Kerzen und den Hochpunkt und den Tiefpunkt hier betrachtet, dann könnt ihr natürlich die Kerze, die hier hochkommt, nicht nur vergleichen mit der Kerze, die davor liegt, ob die in der Hälfte schafft, sondern auch mit dieser Gesamtstrecke von oben bis hier unten, von diesem Tiefpunkt zu diesem Hochpunkt, könnt ihr natürlich auch sagen, schafft die Kerze davon die Hälfte? Oder wir teilen auch diesen Gesamtbereich in Drittel ein. Schafft die Kerze davon ein Drittel, die Hälfte, oder kommt die bis ganz nach oben oder sogar darüber hinaus? Das passiert jetzt bei einer Kerze nicht, aber ihr könnt das natürlich auch, wenn es hier raufkommt und wieder runtergeht, könnt ihr natürlich auch sagen, hier ist ein Hochpunkt, hier ist ein Tiefpunkt von der Gesamtkurve. Dann ist hier wieder ein Hochpunkt und hier irgendwo wieder ein Tiefpunkt. Dann könnt ihr auch sagen, Tiefpunkt zu dem Hochpunkt, kam die wieder hoch, hat die hier die Hälfte getroffen und das hat sie. Und dann könnt ihr nämlich in diesem Fall sagen, gut, die kam jetzt gut hoch. Sagen wir mal, die kam jetzt hier hoch, kam aber, sagen wir mal, ihr hattet hier einen guten Anstieg. Und die kam bis hier und hier habt ihr jetzt wieder hoch und jetzt geht die wieder ein Stück runter. Und jetzt nehmt ihr den gesamten Hochpunkt hier von der Gesamtkurve und sagt, zieht mal hier die Hälfte von dem Gesamtwert hier und guckt dann, wo der Hochpunkt im Vergleich dazu liegt. Und sagt dann, er kam nicht mal bis zur Hälfte vom letzten größeren Hochtiefausschlag. Und jetzt geht die wieder runter. Wenn ihr das auf einer größeren Kurve macht, dieses, wie hoch ist die eigentlich wirklich gekommen, könnt ihr ziemlich deutlich sagen, dass es jetzt zu riskant ist, weil die jetzt mit guter Wahrscheinlichkeit wieder runterkommen kann. Vergleicht also, wie hoch sind die Kerzen insgesamt gekommen, mehrere Kerzen insgesamt gekommen, im Vergleich zur letzten Hochtiefausdehnung und zur vorletzten Hochtiefausdehnung, wenn ihr auf einer ganz, ganz weit rausgezoomten Kurve, also von ganz oben mit Tageskerzen oder Monatskerzen, dieses Muster seht. Höhe, runter, nicht mal auf halbe Höhe rauf, runter, nicht mal auf halbe Höhe rauf, runter und ihr befindet euch jetzt hier. Dann könnt ihr sagen, das ist das, was ich damit meine. Hier diese Gesamtausdehnung, die halbieren und mal in Drittel einteilen. Und dann könnt ihr sagen, das ist nicht besonders hoch gekommen. Und es ist runtergegangen und auch wirklich im Vergleich dann zu dieser Ausdehnung hier eigentlich nicht mal bis zur Hälfte gekommen. Und dann wisst ihr, ihr befindet euch in einer sehr schwachen Kurve, die
auf jeden Fall höchstwahrscheinlich wieder runterfällt. Und natürlich kann es auch passieren, dass ihr hier runterkommt, hier raufkommt und hier habt ihr dann diese Tief- und die Hochpunkte. Dann kommt ihr rauf und die kommt nicht mal bis nach oben und fällt sogar beim nächsten Mal noch unter den vorherigen Tiefpunkt drunter und kommt dann wieder zwar ein gutes Stück rauf, aber fällt dann nochmal unter den Tiefpunkt runter. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, okay, die Kurve ist am Fallen. Und wenn die Kurve am Fallen ist, dann geht die hier jetzt vielleicht steil rauf, aber ihr müsst dann nicht einsteigen, weil ihr sagt, insgesamt ist das eine sehr stark fallende Kurvensituation. Ihr könnt auch sehen, wenn ihr jetzt hier morgens aufwacht und die Kurve ist stark am Steigen und die ist bis hier gekommen, dann könnt ihr auch mal hier den letzten Wert, den letzten Hochtiefwert hier, könnt ihr auch mal halbieren und sagen, wenn ich jetzt einsteige und das Risiko habe, wenn ich das Risiko habe, Gebühren zu bezahlen für den Kauf, wie hoch geht die denn jetzt rauf bis zur, wie hoch muss die denn jetzt nur noch kommen, bis die Hälfte ist? Und es ist ja vielleicht unwahrscheinlich, dass die in einer Kerze direkt den gesamten Schwung hier wieder rausholt. Das heißt, ihr könnt damit mit diesem Betrachten der Kurve vorher und den, dieser Halbierung und Drittelung könnt ihr auch sagen, habe ich jetzt den Punkt verpasst, wo es sich nicht mehr lohnt einzusteigen, weil es wahrscheinlich dann, selbst wenn es nur kurz runtergeht, wieder ein Stück runtergeht. Oder wird es ein Stück runterkommen, hier nahe in die Hälfte oder ein Drittel oder so noch weiter runter. Wie schätze ich das ein? Sollte ich jetzt wirklich in diesen Kauf einsteigen? Das Gleiche könnt ihr auch andersrum machen. Es könnte euch auch eine Situation begegnen, in der das andersrum ist. Die Kurve könnte auch raufkommen, runterkommen und dann raufgehen und hier diesen letzten Hochpunkt überholen. Und runterkommen und nicht unter diesen Tiefpunkt runterfallen, sondern wieder raufkommen und den Hochpunkt überholen. Dann wisst ihr, ihr seid in einer Aufwärtsbewegung und wenn die Kurve dann hier oben ist, könnt ihr sagen, gut, die ist jetzt so ein Stück höher gekommen und jetzt so ein Stück höher gekommen. Entweder die Leute steigen jetzt voll ein und das geht richtig nach oben oder die geht nochmal so ein Stück nach oben. Und wenn sie dann nochmal so ein Stück nach oben gekommen ist, könnt ihr auch abschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass sie jetzt da oben nochmal umdreht und nochmal ein Stück fällt. Und wenn die Kurve von oben nochmal fällt, könnt ihr wieder gucken, könnt ihr das wieder in Halt markieren und sagen, wenn die jetzt nur noch ein kleines Stück fällt und so macht, also hier nur ein Drittel fällt vom letzten Ausschwung, dann geht es vielleicht noch weiter nach oben. Es sei denn, es steigt hier nach einem Drittel und macht diesen Ausschwung wieder nur ein Drittel und nicht mal zur Hälfte und dann nochmal weniger, dann könnt ihr sagen, oh, wenn ihr das seht, dass dieser kleine Ausschwung, also der letzte Ausschwung hier nicht mal zur Hälfte erreicht wird, sondern vielleicht sogar nicht mal zu einem Drittel erreicht wird, dieser Abstand, wenn der vielleicht nicht mal zu einem Drittel hier erreicht wird, sondern wirklich, das bleibt sogar drunter und kratzt dann vielleicht nochmal dran, aber kommt nicht hoch, dann könnt ihr sagen, das ist was, das jetzt macht nicht ganz so krass, weil wir hatten ja hier angefangen, aber zumindest mal vom letzten größeren Aufschwung die Hälfte, ist vielleicht sogar zwei Drittel, vielleicht auch nur ein Drittel, aber das macht nichts, weil dieser Abstand hier beim Traden bei so einer großen Kurve, das ist ja schon richtig prozentual Geld für euch. Also wenn das sich nicht immer über die Drittel erhebt, dann raus aus dem Trade, vorsichtig sein. Das könnt ihr sagen und dann könnt ihr das einschätzen, also wenn es rauf geht, runterkommt und dann rauf geht etwas über die Hälfte von der letzten, sehr gut, wenn es dann nicht hier unter die drunter fällt, naja, vorsichtig, wenn es aber das nicht tut und hier, wenn es hier halbiert, die Sache hier halbiert, dann naja, wenn es ganz schnell wieder umdreht, nur ein Drittel ab, also es ist nur ein Drittel nach unten gefallen oder nur ein Viertel nach unten gefallen oder nur ein Viertel gestiegen oder nur ein Drittel gestiegen. Das ist das, was ich hier meine. Oder bis zur Hälfte von den vorherigen Werten. Das war, worum dieses Video ging. Kurveneinschätzung anhand dessen, wie hoch ist es denn jetzt gestiegen im Vergleich zu den vorherigen Hochtiefpunkten. Und da könnt ihr ruhig alle vorherigen Hochtiefpunkte betrachten. Und auch die Hochtiefpunkte von dem tiefsten Tiefpunkt und dem höchsten Hochpunkt, die könnt ihr auch betrachten.
Und dann kriegt ihr eine Einschätzung, wie, ob die Kurve wahrscheinlich nach oben geht oder wahrscheinlich nach unten. Wir wissen es nicht. Und zwar wissen wir es nie, keiner weiß es. Wissen wir es nie, keiner weiß es. Aber wir müssen es nicht raten, sondern wir können es schätzen, wie Adams sagte. Und genau das machen wir. Und merkt euch, was? Du bist am Steigen? Egal, ich muss nicht. Was? Die Kurve steigt weiter? Egal, ich muss nicht. Ach, die fällt wieder. Und dann fällt die tatsächlich wieder. Und dann, was? Die ist gefallen. Ich könnte einsteigen, aber ich muss nicht. Die ist gefallen und sie ist in den Bereich gefallen, wo ich sage, jetzt kann sie gut wieder hochgehen, weil die Kurve, wie ich das hier gerade erklärt habe, das auch hergibt. Dann kann ich einsteigen. Dann habe ich auf die Dauer eine gute Chance, dass ich von 10 Trades 6 richtig habe und 4 falsch. Aber wenn ich dann sogar noch sage, na, ich muss nicht mal dann kaufen, auch dann kann ich noch warten. Und dann fällt sie, irgendwann fällt sie in so einer Situation nochmal. Und dann steige ich ein, dann liege ich in noch mehr Trades richtig. Und wenn die Kurve richtig gefallen ist und kommt dann nach oben, dann hast du noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ein gutes Stück nach oben kommt. Und dann machst du gleich eben noch mehr Geld. Und das gleicht sich aus mit deinen Verlusten, wenn du falsch liegst. Diese Stücke, wo du dann noch mehr Geld machst. So, das war dieses Video. Vielen Dank fürs Zugucken.